Heute vergleichen wir Linguini von Lidl versus Barilla. Die Nudeln von Lidl sind in Plastik verpackt und die von Barilla in Karton. Wenn du die Herstelleranschrift googelst, sprich auf Google Maps suchst und findest, dann erkennst du, dass die Nudeln von Lidl von Barilla hergestellt werden. Jedoch, die Nudeln unterscheiden sich schon optisch sehr stark voneinander. Also selbst wenn ich jetzt die Struktur mit meiner Zunge ignoriere, kommt ein anderer Geschmack. Wow, ich denke, es war Hartweizengrieß, was ich eigentlich nur geschmeckt habe, ne? Genau, Hartweizengrieß und hier Hartweizengrieß. Das riecht schon erdiger, nussiger. So, die Frage ist jetzt aber, wie schmecken sie al dente? Das ist Lidl und das Barilla. Die von Lidl sind aromatischer. Die Oberflächenstruktur bei Barilla ist glatt, also glatter als die Nudeln von Lidl. Das Aroma ist etwas erdiger, nussiger als die von Barilla. Ergo, der Geschmack ist bei Lidl besser als bei Barilla. Zudem kommt, sie sind sehr viel günstiger. Tja, aus diesem Grund gewinnt Lidl. Backware von Aldi versus Knack und Back. In der Zutatenliste ist Alkohol enthalten. Riecht oder schmeckt man das auch? Da die Teiglinge mit 200 Grad gebacken werden, riechst und schmeckst du auch nichts vom Alkohol. Beide sind von derselben Firma. Die Form ist eine andere. Die Teiglinge von Knack und Back benötigen eine kürzere Zeit als die größeren Teiglinge von Aldi. Sind die einen dadurch knackiger als die anderen? Die Kruste von beiden Sonntagsbrötchen wirken und hören sich auch gleich an. Knack und Back nutzt aber mehr Backmittel als Aldi. Ist der Teig dadurch etwas fluffiger als der andere? Ich erkenne weder mit dem Auge noch mit dem Geschmack einen Unterschied. Beide wirken auf mich gleich. Ja, aber die Nährwerte sind zwar gleich. Schmecken sie auch gleich intensiv? Auch hier würde ich sagen, beide schmecken gleich. Ja, aber es muss doch einen Grund geben, warum der eine teurer ist als der andere. Bis auf die Form. Und die Form von Aldi gefällt mir mehr. Denn die Teiglinge sind größer. Somit, wenn ich einmal abbeiße, ist nicht sofort die Hälfte fertig, wie bei Knack und Back. Warum mehr Geld bezahlen? Aldi ist der Sieger. Nana, Buttertoast von Lidl versus Harry. Als erstes stellen wir fest, dass beide dieselben Zutaten verwenden. Als zweites stellen wir fest, dass beide dieselben Nährwerte besitzen. Denn der Produzent für Lidl gehört auch zu Harry. Nichtsdestotrotz, die Teigmasse von Lidl wirkt homogen. Und die von Harry mehr nach einem Naturteig. Schmecken sie aber gleich. Harry ist markiert. Den Geschmacksunterschied schmeckst du kaum heraus. Das Mundgefühl jedoch ist hier leicht knuspriger als hier. Somit denke ich, das ist Harry. Ich hatte recht. Ich gehe davon aus, dass diese Toastscheiben ein bisschen mehr Zeit für die Gärung erhalten. Denn die homogene Struktur hier schmeckst du im Mundgefühl heraus. Nichtsdestotrotz sparst du jede Menge Geld bei Lidl. Ich jedoch mag dieses Mundgefühl ein bisschen mehr. Deshalb muss ich mehr Geld bezahlen.